Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in der Tat, der Minister Pegel hat sehr ausführlich zu dem Antrag der Fraktion der AfD gesprochen, hat auch sehr deutlich zu den physikalischen Bedingungen einerseits des Stromtransports in den Süden gesprochen und zu den Unterschieden in Bezug auf eine Gasleitung. Der Minister hat auch sehr deutlich zu der Regelhysterese, die ja da ist beim Kohlekraftwerk, ein langsamer Anstieg, ein dauerhafter, dann hat man eine Plattform, wo die Energie zur Verfügung steht, und genauso ist dann auch der Abregelvorgang in den Kohlekraftwerken. Wer ein bisschen technisches Verständnis hat, versteht das, und der Vergleich mit dem Gasgrill in Bezug auf die Schnelligkeit, dann zu dem Erfolg zu kommen, passt natürlich auch ganz klar auf die Kraftwerke, Gaskraftwerke. Was ein Blackout für die Menschen bedeuten würde, für die Wirtschaft bedeuten würde, ich glaube, das muss ich hier nicht darlegen, das ist allumfassend, wäre das ein Einschnitt. Aber einen Aspekt will ich noch aufgreifen, und das ist ja bei Ihnen, Herr Grimm, in der Begründung auch zu diesem Antrag deutlich geworden. Sie haben als Anlass genommen, Anfang des Jahres diese Mitteilung, wir sind an einem Blackout vorbeigeschlittert. Das ist richtig, das hat auch im Focus Online ist das auch zitiert worden. Die Ursache lag aber nicht in Deutschland, da ist der Minister auch darauf eingegangen, die Ursache lag in Südosteuropa, und man hat dann diese Verbindung nach Südosteuropa abgeschaltet. Und wenn ich das zitieren darf, auch in dem Spiegel, in dem Focus Online, die Bundesnetzagentur, die dafür Sorge trägt, dass wir Versorgungssicherheit bedeutet eben auch Netzstabilität, die dafür Sorge tragen, und wir selbst im Arbeitskreis vor längerer Zeit sind in der Zentrale in der Nähe von Berlin gewesen und haben uns das auch angeschaut, wie verantwortungsbewusst man da geht. Also die Bundesnetzagentur zu diesem Vorgang sagt sehr deutlich, Versorgungssicherheit in Deutschland war nicht gefährdet. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz wichtige Feststellung im Zusammenhang mit diesem Antrag, dass eben nicht die Unruhe oder Sorge bei den Menschen besteht im Zusammenhang mit diesem Vorgang. Unabhängig davon ist seitens meiner Fraktion ja immer wieder dargelegt worden, dass wir sehr wohl im Rahmen der Energiewende und der erneuerbaren Energien einen großen Wert darauf legen, auf die Versorgungssicherheit und eben auch die Netzstabilität. Und da bin ich ganz sicher, dass die Energetiker und eben auch die Menschen, die in den Netzagenturen tätig sind, alle Sorge dafür tragen, dass das auch weiterhin gewährleistet ist. Ich finde es also nur nicht ganz klar und ganz sauber, jetzt diesen Umstand, der in Südeuropa war, hier so im Raum stehen zu lassen, Blackout in Europa, und die Ursachen und die Ausgangssituation nicht näher zu bezeichnen. Wäre einfach nur der Vollständigkeit halber richtig gewesen, Herr Grimm, haben Sie nicht getan. Das wollte ich also nochmal hier an der Stelle ganz deutlich zum Ausdruck bringen. Insofern ist also, glaube ich, aus meiner Rede klar geworden, dass wir Ihrem Antrag nicht zustimmen werden. Auch deutlich, dass seitens der Landesregierung keine Hemmnisse dahingehend bestehen, dass es Bedenken gibt, Gaskraftwerke zu errichten. Der Minister ist heute Morgen in der Fragestunde auch darauf eingegangen und hat sehr deutlich gesagt, es liegen momentan keine Anträge da. Also erschließt sich mir das auch nicht, in welcher Weise das Ministerium oder die Landesregierung da tätig werden soll oder könnte. Solange wie kein Antrag da ist, kann man auch darüber nicht entscheiden oder beraten. Von daher erschließt sich mir das als Argument auch nicht. Und Sie hatten das ja als den Hauptantragspunkt in Ihrem Antrag auch benannt, die Rahmenbedingungen zu ändern, kann ich nicht erkennen, dass das notwendig ist. Von daher, wie gesagt, werden wir Ihren Antrag ablehnen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Herr Kollege, zu Ihrem Redebeitrag.